Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Mit am Start hin wieder Kill Bill. Was geht? Und Mary. Hallo. Wow, was ist denn hier los? Ich wollte mal reingucken, was da so geht. Ja, in der letzten Folge haben wir Vesuvio dazu bekommen und er will sich um Bigel kümmern. Genau. Und das finde ich gut, weil dann brauchen wir nicht gegen Bigel kämpfen. Ja, so, das müssen wir wirklich nicht. Warte, klein Männer. Ja. Teufelskralle! Gnadengeber! Was bei Equip das letzte ist, das wissen wir auch noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Gut. Los geht's. Let's go. Okay. Kann man hier nach unten noch gehen? Nee, sieht so cool Nein. aus. Nein. Aber jetzt können wir bestimmt da lang, wo es die ganze Zeit immer gebumst hat. Nein. Nein, doch, nein, nein, doch, nein, doch, nein, doch, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, immer zweimal mehr wie du. Ja, tausendmal mehr wie du. Eine unendlich mal mehr wie du. Aber ich glaube, du hast recht, da können wir jetzt rein. Ich will in das Loch fallen. Ruggelt es jetzt ein bisschen bei euch? Bei mir ruggelt es ein kleines bisschen. Nö. Nee. Also nur ein ganz kleines bisschen. Das ist ein Screensaver. Du hast den Ruckelmodus als Screensaver. Nee, also sonst hat es wirklich mehr geruckelt. Also es ist jetzt nur minimal. Und wir hatten bis jetzt keinen Lag und kein Nix und kein... Gib mir das! Hadouken! Yeah, Schlangenschuppe. Und vor allem hatten wir jetzt... Ey, warte mal, geht's doch nach links, oder? Jo. Kommt, da waren wir noch nicht. Da lass uns mal gucken. Da gehen wir mal gucken. So könnte man irgendwie langsam mal wieder diese Melodie weggehen von dem Speicherstein. Panikente! Das macht bei mir immer noch... Ding, 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 ja, bei ding, mir ding, auch. Ding, 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 ding. Ja, bei mir auch, That ja. sounds like an error. Das sounds like error, stimmt ganz genau. Hello, ja. I'm error. Hey Special, dein sound is error. Your sound is a little fatal. Your sounds like not good. Nee. Das klingt wie nicht gut. Is er nix gut? Is nix gut für mich? Ja, halt. Und Mist. Deswegen ruggelt es bestimmt ja auch so. Ach, hier ist nichts weiter, okay. Weil das irgendwie so abgesmiert ist. Bei uns ruggelt es ja nicht. Es ist voll abgesmackt. Naja, aber warum kommt der Sound dann rein? Nein! Ich denke, Vesuvio hilft uns hier. Ich mal. Sound. Du ja, dann setz ihn mal ein. Das ist ein Penner, ja, der kannst du ja nicht. Geht nicht, das geht nur macht automatisch. Ja. Ach so. Audiomatisch. Das ist ein Penner, ey. Nicht mehr, scheiße, Vesuv. Wenn wir, oh, Alter. Wenn wir keine Mauke haben, hier noch umzurennen, dann können wir auch ein Seil benutzen übrigens. Ja, aber wir speichern ja immer noch in der Musik. Aber ich würde trotzdem mal gerne das da einsetzen. Ich habe das ja noch nicht gesehen, wie es ausschaut. Jetzt sind wir genau beim Ausgang. Machen wir das beim nächsten? Nein. Obwohl, du hast recht. Jetzt haben wir alle Gegner mitgenommen. Na, mach mal. So. Ich glaube, ich muss mir erstmal aus dem Lager holen. Erstmal warten, nicht, dass hier noch jemand kommt. Nee, die haben mich dabei. Okay, kommt nichts weiter. Jetzt darfst du. Das ist Desire. Weißt du was, dadurch, dass wir in der Höhle sind, geht es nämlich nicht. Ja, ich denke, das ist genau dafür da. Nee, eigentlich schon, ja, aber es geht eigentlich nur, also es geht normalerweise nur in Dungeons, wo kein nix über uns ist. Also hier zum Beispiel, ist theoretisch, oder? Nee, du hast recht, eigentlich ist es irgendwie sinnlos. Ja, sinnfrei. Ach, vielleicht weil wir im letzten Raum ja waren schon jetzt gerade eben. Achso, dann das probieren wir doch direkt mal aus. Beeilt euch, Leute, das Seil wird sich gleich schließen. Ja, jetzt geht's. Ja. Weil beim letzten Raum waren. Back to the Eingang. Wow, jetzt sind wir voll weit gekommen. Wahnsinn. Nee, komm. Geh mal raus hier. Gut, haben wir es mal gesehen. Ja, sehr schön. Wüste der drückenden Hitze. Ich finde es immer noch beknackt mit Drücken, ey. Ja, drückend ist komisch. Das klingt irgendwie. Das müsste man irgendwie ändern. Das sollte man auf alle Fälle ändern. Ja. Wüste mit Wand aus Hitze. Was willst du denn anders schreiben? Ja, kann ich sagen. Ja. Wüste der Hitze. Nee, warte. Nein, warte. Die Wüste. Irgendwas habe ich mal vorgeschlagen, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich hatte auch ein Wort. Ich hatte auch ein Wort, was ein Stück auf jeden Fall gepasst hat. Peterbiss. Oh, ich bin versteinert. Ja, ich bin wieder du. Ich bin du. Puppetipu. Achso, hier Heilkraut hilft doch gegen Steine, ne? Ja. So, kannst du wieder reinkommen. Hä? Was? Wo rein? Was? Was in dein Popo oder was? Nein! Mensch, ich hab doch Mary rausgeschmissen, weil ich versteinert war. Du Sau. Ach so. Ich dachte, du tust wieder also dein Popo. Also das Level gönne ich dir überhaupt nicht. Dein Popo, ey.
Ich dachte, du hast es wieder ausgepackt. Vor lauter Freude. Oh ja. Vor Freude. Ich hab doch sogar das Mama-Popo-Öl dabei. Was macht denn nicht das Popo-Öl jetzt genau? Nee, weißt du doch. HP-Erholung, achso. Natürlich. Wenn ein Popo bearbeitet wird, gibt's HP. Oh ja. Sofortiger Spezialangriff und fast für ein sinnfreies Dings. Ja, sehr, sehr sinnvoll. Ja. Bäm! So, wir haben jetzt ja Vesuv. Eigentlich können wir ja direkt wieder nach oben links gehen, ne? Also Richtung Schildkröten-Dings. Müssen wir nicht zur. Nach dem jetzt? Brauchen wir schon mal nach denen, genau. Wir müssen ja erstmal Jessica abholen. Jessica! Jessica! Da gibt's ein Lied irgendwie, ne? Jessica. Wut! Ja, es gibt ein Lied, was heißt Jessica. Aha, Pig ist gleich durch. Weil er keinen Skill hat, weil er Popo-Öl benutzt hat. Der wurde mit diesen komischen Dingern beschmissen. Oder der hat zu wenig Popo-Öl. Soll ich das immer nehmen? Ja, mach mal. Pig. Oh, ich hab mich jetzt mit meinem Popo-Öl eingerieben. 77. Yeah. Warte, ich komme, Pig. Ich beeile mich auch, bevor die Vorfreude eintrocknet. Bevor die Vorfreude wegtrocknet. Oh mein Gott, Gegner! Na, auf das eine Ei können wir doch. Na, mal gut. Kilroy. Kilroy ist genau. Irgendwo da beschmissen. Kilby. Tomatenmann. Ey, ich weiß was. Wüste der sengenden Hitze. Warum heißt der Tomatenmann? Hast du das mitgekriegt? Weil er gerne Tomaten isst. Ist das in Ordnung? Wüste der sengenden Hitze? Ja. Oder? Das klingt wie... Das kommt mir irgendwie bekannt vor, Wüste der sengenden Hitze. Ja, sagt mir so, ne? Wenn es so voll viel ist. Nee, also als Name selber sagt mir das irgendwie was. Als ob ich das schon mal gehört, gelesen habe. Ja, dann ist es gut. Dann passt das ja. Ideal. Dann ist es ja ein Ohrwurm. Dann ist es in Ordnung. Also ich schlage jetzt offiziell mal ein Special vor auf Wüste der sengenden Hitze. Die Füße der sengenden Hitze. Ja, der sengenden Hitze. Ja, besser wie erdrückend. Das klingt irgendwie schwuppelig. Ja. Klingt irgendwie... Außer ihr habt natürlich auch noch einen Fall, dann bitte immer her damit, ja. Kein Problem. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ich habe schon mal in die Kommentare geschrieben. Echt, man hat keiner drauf reagiert. Aber was? Aber was? Aber was ist wahr? Keine Ahnung. Was, bei YouTube oder was? Nein, ich habe es doch im Forum. Da mache ich immer die Vorschläge. Ja, das hab ich aber immer gelesen. Mir fällt es jetzt gerade an. Irgendwas mit der Wüste habe ich geschrieben, glaubst du? Muss ich noch mal gucken. Schreibt's in die Kommentare. Hier waren wir noch gar nicht. Ja, wahrscheinlich ist. Oh Mann, meine Hallorenkugeln. Wie heißt, was waren das? Baumkuchenkugeln. Ja. Sind alle voll blöd. So, ist aber auch. Oh, wieder nur 90 HP, weißt du? Nein! Was? Bam, bam, bam. Bam. In den Mund. In your Mouth. Welche Mouth? Keine Ahnung, ist mir gerade so eingefallen. Hui, guck mal. Bam. The Ben Kajako. The Ben Kajako. Wuhuuu. Achtung. Ja, ich bin genau auf der Mauer wieder gelandet. Juhu. Boom! Schakalaka. Boom, Schakalaka. Die Wüstenstadt Navarre, die Tür ist aber verschlossen. Fucking. Also, ja. Dann Axt. Nein, nicht schon wieder kämpfen. Wir können das doch auch friedlich lösen. Also Mary, du hast geschrieben, südlich der drückenden Wüste. Also was? Da muss ich... Ja, südlich der drückenden Wüste hast du geschrieben. Was? Du hast geschrieben, pass auf, jetzt kommt... genauso wenig Sinn. Ja, deswegen, du hast geschrieben, südlich der Wüste der erdrückenden Hitze liegt das Tal der Flammen. Liest sich schwer. Ich würde vorschlagen, südlich der drückend heißen Wüste. Oder sowas in der Art. Ja. Das klang jetzt auch nicht unbedingt so prall, ne? Was?
Südlich der sengenden Wüste. Der sengenden Wüste klingt eigentlich mit am. Also ihr könnt gerne was anderes vorschlagen, aber finde ich jetzt eigentlich nicht so verkehrt. Sollte man mal überlegen. Lecker Bonbon, Schnuppi. Schnuck. Schnuppi hab ich es auch. Schnie, schnell, Schnuppi. Schnuppi, Schnapp. Tomatenmann, komm her. Ich werde dir eine verplätteln. Oh ja, weißt du, ich hab noch nicht mal einen gehauen und nutzen Kraftwasser, du blödes Glöckli. Voll in den Mund. Guck mal, Mary, so macht man das, ja? Oder wie hat die eine gesagt hier von den Tokyo Hotel Fans? Haltet deine Maul, genau. haltet eure Maul. Nee, haltet deine Maul. Haltet deine Maul? Ja. Okay, die ist so hohl, ey. Haltet deine Maul. Bam, sag ich bloß. Hui Bam. Nee, Bam. Kennst du das? Bam. Was? Nö. Ein Assi, Toni? Nee. Ich kenne nur Sinnlos im Weltall, oder wie es heißt. Ja, das kenne ich auch, ja. Im Weltraum, ja. Extrem delicious. Ja. Nee, ich meine hier, ein Assi, Toni. Musst du mal reinziehen. Also, Klassiker. Der Frauenversteher ist das nämlich. Der Frauenversteher. Also, jetzt haben wir nicht gewartet, ne? Nur denn. Also, ich will ja nichts sagen, aber hier waren wir schon mal. Ja. Wir wollten doch schon lange mal wieder leveln. Und warum gehen wir nicht in die Stadt jetzt eigentlich? Ich suche ja die Stadt. Die ist doch weiter nach in der Osten. Nach Losten. Also ich bin ja mal gespannt, wenn wir hier abhauen von dem Ding hier, wo wir da in der Wüste genau sind. Ich will das mal genau wissen, ob das dann auch, weil du ja sagtest mit Osten und Westen, ob das da hinhaut. Ach ja, hier sind wir richtig. Hier kommt da oben ist ein Gülleküken gewesen noch. Vorhin zumindest. War. Jetzt nicht mehr. Wir haben es eliminiert. Strange. So, guck mal hier, Gegner. Haben lange nicht mal gekämpft, oder? Was sind das? Tomatomann. Tomatomann. Von der Farbe sieht er aber eher aus wie ein Tomako. Tomako von den Simpsons. Ach so, gibt's den auch noch? Das ist doch diese genetische Kombination aus Tomate und Tabak. Das Tomako. Juhu. So, okay. Bestimmt hier in der Taverne, da bringt man doch immer verletzte Leute hin. Hallo? Ja. Blöde Katze, wo bist du? Nix da. Laber kein Mist, wir müssen wo ganz anders hin. Wir müssen irgendwo ganz anders hin, hier runter, ja. Okay, ach, ab ins Inn. Auf jeden Fall mal speichern, das ist eine gute Idee. Willst du schlafen gehen? Gerade so mal, ja. Es bietet sich gerade mal an. Ein klein wenig. Minimalist. Juhu, Vesuvius Tag, jetzt sollten wir in die Höhle gehen. Ja, da wären wir echt übelst abgerotzt. Abgebämmt. Abgebäbämmt. So, geschafft. Ja, und wo ist jetzt hier Mietzekutze? Weiß nicht. Ich hab doch gesagt, hier in den nächsten Dorfen, Jo. Ich hab euch abgedisst. Die hat uns bestimmt reingelegt. Nicht mehr voll abgeschmiert. Warum hier schon? Da, guck. Wir waren hier überhaupt. Du warst hier korrekt, Alter. Wie habe ich nochmal Luffy gesprochen? Jessica ist noch krank. Aber da der Flug gebrochen ist, wird es ihr bald besser gehen. Guck mal, da ist wieder Raffi-Fehler. Ja, ich weiß. Überlasst Jessica mir. Ihr müsst euch um Biggie kümmern. Jo. Ich finde das mit dem größten Fehler im Spiel hier noch, dass quasi die Textstellen nicht mit den Namen angepasst sind. Dass quasi der Name dann zweimal erscheint, obwohl er immer noch weiterredet. Mhm. Also finde ich echt grausam. Correcto mundo, so. Warte mal, den wir. Es ist gar nicht so schlecht, bei Oma zu wohnen. Das glaube ich gleich. No. Warte mal, bis du älter wirst, deine Freundin hast. Dann ist es vorbei mit geil bei Oma. Na gut, dann gehen wir jetzt Richtung Bijou Brigitte. Und wo? Wüste. Gehst du so zielstrebig einfach hier mal weg? Wie, wohin jetzt? Weg hier oder was? Naja klar, weg von dem komischen Kaffee hier. Und da bin ich schon mal gespannt, ob das jetzt passt mit dem Osten hier und Westen und so. Das Problem ist, wir haben jetzt nicht aufgepasst, wo auf der Karte direkt der Mana-Stein war. Ja, er war schon von dem Dorf aus östlich. Ja, vom Dorf aus, ja. Das stimmte schon. Aber ich würde eher sagen südöstlich oder so. Kann man ja noch anpassen, südöstlich zum Beispiel.
Kürbisbombe wieder auf mich, weißt du? Das könnte man und sollte man anpassen. Ich finde Südöstliches auf jeden Fall. Wir sollten doch mal auf die Karte gucken. Also auf der großen Map dann. Aufs Maul! Achso, ich wollte ja meinen Charakter synchronisieren während der Kämpfe. Oh, ich hau dir voll einen rein, Mann! Komm schon! Ha, sei nicht so ein Maschlappen, du blöder Dino! Wann bist du denn auf diese Idee gekommen? Gerade eben. Währenddessen du dein Kobo-Öl eingerieben hast und gedacht hast, jetzt muss ich mich mal synchronisieren. Ich werde dir deinen spitzen Schnabel wegstutzen. Jetzt muss ich mich mal synchronisieren, währenddessen ich mich einreibe. Und jetzt kriegt die Tomatenpflanze hier voll aufs Maul, Mann. Da liegt er schon auf dem Boden und bäm. Das rote Hinterteil einreibe, weil schon viele drüber waren. Jetzt wird's langsam echt krass. Das bunte. Au. Und das sticht ja am Kreuz. Nee, das sticht woanders. Wie hieß denn das? Die haben sich woanders gestochen. Mit ihren Hörnern. Mit den Einhörnern. Hast du ja gesehen, das waren zwei, ne? Die haben da noch ein zweites verpasst. Links und rechts. Klack, klack. Einmal gelocht. So, aber wie war denn das? Da gab es doch hier diese Waffe. Welche Waffe hast du da, kleiner Meister? Ich habe jetzt hier eine richtig Mega-Waffe, so. Nee, diesen Stab da. Wie hieß denn der, kleiner Meister? Der Goku-Stab. Nein, der hieß anders. Wie hieß denn der? Jetzt muss ich mal gucken. Hoch. Ah, nee, scheiße, das war. Wieso trickst du sowas? Ach, ich hab doch Lust. Jetzt komm ich ganz runter. Hier, pass auf. Wie ist denn der? Der hieß Haifisch Gnadengeber. So. Genau, du wurdest quasi mit dem. Jetzt hab ich schon Gnadengeber ausgewählt. Du wurdest quasi mit dem Gnadengeber. Du weißt schon. Gegebt. Bearbeitet. So, also. Ja, gib mir noch eine schlechtere Waffe. Ich guck grad, was war's denn? Ach, ist schon korrekt. Was? Das ist richtig. Weiter geht's. Gnadengeber war richtig? Ja, natürlich. Echt, das ist die aktuelle Waffe? Jo. Also, du wurdest quasi ein Pomo in Gnadengeber. Ah. Verstehe. Junge, hier ist was los. Niemand hat eine blühende Fantasie. Niemand hat die Absicht, eine blühende Fantasie zu bauen. Ja, zu bauen. Zerbaut vor allem. Du blödes Gülleküken kriegst ja voll aufs Maul, Mann! Ich geb schon mit meinem Gnadengeber! Du gibst es ihm mit deinem Gnadengeber. Ja, aber voll in the face. Voll ins Gesicht rein. Reingerammt. Bam, boom, bam, boom. Bubbly bo, bubbly boo. Ja. Kabam, boom, blam, bam. Er steht auf Gülleküken. Oh ja. Ja, Gülleküken, komm her. Ich zeig dir mal meinen Gnadengeber. Geil. Das sind aber geile. Also Gnadengeber muss er unbedingt umändern. So, Leute. Ach, wir haben es schon wieder? Ja. Weißt du, das war ja eine Folge nur mit Kämpfen hier. Das war langweilig. So geil. Das muss halt auch mal sein, ne? Ja, auf jeden Fall. So, also sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Könnten wir jetzt erstmal speichern gehen, nur sicherheitshalber. Ja, es ist halt, aber es ist immer gut. Wir brauchen nicht schlafen geben. Gehen. Auch wenn es etwas langweilig war, ich hab's noch etwas aufgepeppt, aber mit ganz straffer und Mühe und Not. Ja, und vor allem sehr, sehr populistisch. Ja. Ja, also macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.